Also mein Name ist Alexander Quack, ich habe vorher eine Ausbildung gemacht als Mechatroniker, habe da währenddessen meiner Ausbildung dann das Fachabitur gemacht und habe dann im Anschluss hier angefangen, Maschinenbau zu studieren. Euch stellt sich bestimmt die Frage, wie schwer ist vor allen Dingen im technischen Bereich die Mathematik, weil das ja meistens immer so der Kracherfach, das Kracherfach ist, man hört immer horrende Durchfallquoten. Muss man allerdings so sagen, dass es dann hier dann zum einen Tutorien gibt, wo man dann halt wirklich dann zum Beispiel einen Lehrer hat, der dann hier vorbeikommt und dann wirklich so eine Art Nachhilfeunterricht gibt. Dann gibt es noch angeleitete Selbstlerngruppen, das heißt, wo dann Studenten quasi aus dem höheren Semester euch dann unterstützen, für Fragen bereitstehen und euch mit euch die Übungen nochmal nachbearbeiten, wenn es dann nochmal Fragen gibt. Und zur Not könnt ihr natürlich auch mit Kommilitonen dann nochmal selber eine Lerngruppe einrichten, wo ihr dann kurz vor den Klausuren dann auch nochmal Klausuren durchgeht oder Übungen nochmal durchgeht. Und, ja, das ist alles machbar, also braucht da keine Angst haben, das ist alles machbar, wenn man motiviert ist.